Das Global Diagnostic ist eine Messmethode, die auf physikalischen Messprinzipien basiert. Es werden dort Frequenzen, der Körper wird mit Frequenzen konfrontiert und die Resonanz wird gemessen, physikalisch gemessen. Aus dieser Resonanz kann man prüfen, ob der Körper in bestimmten Bereichen Energie verbraucht, und es wird dann geschaut, wie kann ich diesen Energieverbrauch durch Frequenzen wieder verbessern. Und anhand der Frequenzen, die sehr typisch sind für Stoffe, für Strukturen, kann ich herausfinden, ob Mangelzustände in Bereichen bestehen, ob welche Strukturen gestört sind, welche Strukturen miteinander verknüpft gestört sind. Also ich kann eher systemische Bezüge erkennen, wie zum Beispiel Bezüge zwischen Verdauungstrakt und Immunsystem, Bezüge zwischen chronischen Erkrankungen, wie Müdigkeit, wo ich in der Regel gar nicht so genau weiß, wo muss ich da eigentlich gucken, wo ich sehr viel Labor machen kann und vielleicht immer noch nicht genau weiß, wo das Problem liegt, kann ich mit dieser Messung herausfinden, wo ist das zentrale Problem. Ist es zum Beispiel ein Problem der Versorgung an Vitaminen, wo ein Mangel besteht? Ist es ein Herdproblem, sei es eine Zahnbehärtung, sei es eine chronische Darmerkrankung mit einer Veränderung der Darmflora, die gestört ist? Oder ist es, sprich, sind es Störungen von Hormonen, die den Hirnstoffwechsel beeinflussen, oder Stresshormone der Nebenniere und so weiter? Oder ich kann Störungen im Bereich des Rückens feststellen. Ich kriege innerhalb von 10, 12 Minuten Messungen eine Flut von etwa 400 Millionen Messdaten, die natürlich kanalisiert werden auf bestimmte Themen, die dann ausgewertet werden. Und ich kann an dieser Auswertung dann den Patienten eher schon mal sagen, in dieser Richtung müssen wir therapieren. Also beispielsweise, da müssen weitergehende Untersuchungen gemacht werden, wie Röntgen oder aber Untersuchungen im Bereich der Labormedizin oder Ultraschall oder andere Untersuchungen. Das heißt nicht immer, dass ich mit dieser Methodik gleich sofort auch die Diagnose bekomme. Aber ich weiß auch, in welchem Bereich ich dann suche. Das vereinfacht natürlich die ganze Strategie der Diagnostik und auch letztendlich der Therapie. Man kann natürlich auch mit diesen Frequenzen therapieren. Wenn ich mit Frequenzen therapiere, muss ich natürlich genau wissen, welche Frequenz ich für was brauche. Das kann ich mit diesem Gerät messen. Das misst immerhin bis in den hohen Gigahertz-Bereich, sodass ich also auch feine Strukturen beeinflussen kann. Das ist sehr effektiv und bringt meistens den Patienten, gerade chronischen Patienten, innerhalb von relativ kurzer Zeit Besserung. Das ist so mal kurz zusammengefasst die Methodik. Man kann natürlich stundenlang darüber reden. Das ist